Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Öni und herzlich willkommen zum nächsten The Callisto-Protokoll Let's Play. Ah! Kennt ihr dieses Buch von Harry Potter, wenn ihr dieses Buch aufmacht in der verbotenen Bücherei? Ah! Was geht ab? Scheiße, herzlich willkommen zum nächsten Protokoll des Callistos Let's Play. Denn Ernesto wurde jetzt zum Callisto. Ballisto. Kennt ihr noch Ballisto von früher? Beruhig dich mal jetzt hier, was ist denn hier los? Freunde, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Wir haben den 21.12. 23.19 Uhr in der Nacht, am Abend. Und jetzt geht es weiter mit diesem wunderschönen Spiel. Ihr habt letzte Folge gesagt, wir müssen immer mehr drauf achten. Looten, 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 Hadouken. Ja, ich guck doch überall, wo soll ich denn noch gucken? Ich habe keine drei Augen wie Tenshin an. Ja, Leute, es steht Weihnachten vor der Tür, das Fest der Liebe. Aber Ernesto hat keine Liebe zu Hause. Schwierig. Aber Family ist da. Family is always there. Family, if you need somebody, Family is always there. Mother, Father, Aunt, Uncle, Grandma, Grandpa, everybody's there. Okay, wir starten rein, Freunde. Das letzte Mal hier aufgehört, wo wir den Lüftungsschacht geöffnet haben und uns dieses Vieh da angesprungen hat. Genau da, der Bastard. Kann ich hier nicht abballern? Jetzt kommt er gleich wieder auf mich zugerannt. Dazu musst du dich an den Roboter. Ach, guck jetzt. Hallöchen. Hör auf. Verpiss dich doch. Was willst du denn? Soll ich mal eine Rohrzange über den Kopf bauen? Schwanz, Alter. Oha. Zack, eins, zwei, Sibi. Muss ich merken. Stopp. Die kommen immer. Uff. Die kommen immer zweimal. Die schlagen immer zweimal, die Dinger. Ich finde das Spiel ist cool, aber Leute, ich weiß noch nicht, ob ich Dead Space Remake Let's Playen werde. Ich guck mal, was für Spiele so auf den Markt kommen werden, Leute. Ich schau mal. Ne? Ich werde auf jeden Fall zu Weihnachten, habe ich mir vorgenommen, als Special Dingens hochzuladen, meinen Warzone Win. Den habe ich immer noch nicht hochgeladen, wo ich in meinen krassesten Warzone Win überhaupt hole. Was ist das für Geräusch hier? Suche nach aktiven Core-Signaturen wird durchgeführt. Was sind das für Geräusche hier? Hört ihr das? Ach. Oh mein Gott, ach so. Das ist der Roboter. Vor dem muss ich aufpassen, Leute. Der ist brutal. Der macht diese Faxen hier. Vor dem sollen wir uns ja in Gewahrsam nehmen. Nicht zugelassener Häftling. Erkannt. Wie erkannt? Wo bist du denn? Wo ist der? Wo ist der denn? Rababa, rababa, rababa. Hasbulla, Hasbulla. Oder chill mal, Alter. Patrouille wird wieder aufgenommen. Suche wird wieder aufgenommen. Ist das abgeschlossen? Ja, soll ich verpissen, Alter? Dann geht mir auf den Sack. Scheiße, Bruder. Warte mal, kommt Optimus Prime, sein Mött. Jagt mich auch noch hier. Ganz ruhig, ruhige Eskalation, Eskalation. Was? Nutze Fernkampfwaffen im Kopf des Roboters anzuschießen. Der kann mich nicht so weit sehen. Nein, nein. Muss ich ihn töten oder was? Das wäre jetzt meine Frage, Leute. Was ich hier tun fischen muss. Er könnte mich gesehen haben. Rein theoretisch, mathematisch. Das ist doch eh dumm wie Brot. Ich schwöre, das ist dumm wie Brot. Doch nicht. Ja, Bruder. Wohin schießt du denn? Patrouille wird wieder aufgenommen. In deine Fresse. In deine Fresse, du Hasbulla. Was? Ja, gut. Gibt der auch was? Ne, der gibt gar nichts. Der Entschlüssler. Was machst du denn? Bruder, besser Arm dran als Arm ab, Bruder. Merkt ihr das? Ja, wohin rennst du denn? Soll ich da die Beine abschießen? Hasbulla, hier. So. Noch überall was. Genau, Callisto-Punkte. Ja, ich finde das Spiel aber geil. Ne? Ich sage es so, wie es ist. Auch wenn viele meinen, es kommt ein Dingens rüber. Ist ziemlich ein. Er ist nicht eindeutig. Ich habe dir die Bahn geschaltet. Ich werde über den Checkpoint ankommen. Eintönig, genau, nicht eindeutig. Eintönig, finde ich nicht.
finde, es macht Bock, Digga. Es ist so ein Mix aus Horror, Action, Gewalt, alles. Es muss alles dabei, Leute. Deswegen lasst einen Daumen nach oben da. Freunde, tut mir einen Gefallen. Immer wenn ihr die Videos schaut, lasst gerne direkt von Anfang an einen Daumen nach oben da. Damit supportet ihr mich schon. Weil es ist mittlerweile so schwer geworden, im Algorithmus oben angezeigt zu werden. Okay, wir müssen jetzt... Elias weiter. Vielleicht können wir uns noch irgendwas reinspritzen. Ne, wir haben nichts mehr zum Spritzen. Scheiße, ein Schlüssel. Ach, guck mal jetzt. Was wollen wir wetten? 50 Euro jetzt. 50 Euro Donation, Chat. Wenn jetzt was passiert. Guck mal jetzt von links. Uah. Ina Achna. Hallo? Ja, geil. Hä? 50 Euro habe ich verloren. Scheiße. Lose ich die Tage im Stream kaputt raus. Was ist denn das? Oh mein Gott, Digga. Was ist das für eine Maschine der Zerstörung? Ja, von wegen eintönig das Spiel, Alter. Oh mein Gott. Den gesehen? Ich hab den einfach in der Luft gehalten, den Zibi. Oh mein Gott. Ja, was anderes kann ich halt nicht machen, Leute, ne? Okay. Kann man hier auch rein? Nee, hier geht's nicht rein. Scheiße. Boah, Alter, was für ein Gerät das ist. Schnell, aber schnell, schnell. Bayern schnell, Minion. Boah, ich bin voll erschrocken. Ich dachte, was ist das für ein Gerät, Alter? Kommt das da auf mich geflogen, ey. Junge, ey. Boah, wo sind wir denn jetzt hier? Sieht ja richtig nah nach draußen aus, ne? Weißt du, ruhig. Guck, jetzt passiert was. Jetzt kommt wieder dieser eine Typ von Star Wars. Ich bin da, ich bin am Checkpoint. Gut, dann geh jetzt ans Fenster und sag, was du siehst. Ah, geil. Wow, verdammt gute Aussicht. Ja, jetzt verdammt liegst du richtig. Da zieht ein großer Sturm auf. Da wollen wir nicht reingeraten. Ja, ich sehe ihn. Und den Hangar sehe ich auch. Das ist unser Weg hier raus. Ja, da bin ich früher oft angeflogen. Als ich noch ein Leben hatte. Und das holen wir dir zurück. Du musst dich nur an den Plan halten. Kollege der Boss. Und deinen Arsch zur Habitatskuppe bewegen. Und wie zur Hölle komme ich dorthin? Niemand hat gesagt, dass es leicht wird. Vertrau mir. Ich bin da. Was soll das wieder heißen? Ich habe früher dort gearbeitet. Forschung betrieben, sozusagen. Hab Aufnahmen gemacht. Die Software, die ich in deinen Chor geladen habe, spielt sie ab, wenn du dich näherst. Folge ihnen, dann kommst du zur Kuppel. Was dann? Ich hole dich an der Warnstation ab. Easy peasy. Also gut, ich melde mich. Nein, das geht nicht. Du gehst nach unten, Mann. Da gibt's kein Signal bis zur Kuppel. War ja klar. Gibt es noch mehr, was du mir nicht gesagt hast? Okay, beeil dich also, ja? Da sollte irgendwo eine Luke sein. Und... Ja, dir auch. Toll. Gut, dass ich das gelootet habe hier. Aber gibt's hier nicht noch so ein Dingens zum Leveln? Nee, ne? Ich sehe keinen Automaten hier zum Leveln. Also unsere Waffen und so leveln können. Spiel ist cool, muss ich sagen. Spiel ist cool. Fällt mir. Ich würde euch auch ganz ehrlich jetzt sagen, wenn mir das nicht gefallen würde. Aber ich würde es trotzdem, denke ich, durchziehen dann. Weil wenn ich einmal was anfange, dann ziehe ich es auch durch. Und ich fange Spiele nicht an, sobald ich selber nicht davon überzeugt bin. So, und ich war ja anfangs von dem Spiel überzeugt. Ich hatte auch eine Kooperation mit denen. Ich fand das Spiel cool. Deswegen dachte ich auch, kann man dazu ein Let's Play machen, weil wir aktuell ja sowieso nur Need for Speed haben, ne? Oha. Habitat! Ach. Kack, ja. Ich glaube, jetzt wird es ekelhaft langsam. Und die Grafik aber auch sehr geil von dem Game. Das ist ein Habitat, Unilad, Habitat, dein Mutterblatt. Es geht immer weiter runter in den Erdkern, in den Kern des Planeten. So, wo ist dieser Aufzeichnung? Auf jeden Fall eine Spritze. Reinspritzen.
Also ich habe einen lustigen Kommentar gesehen, letztes Mal einer geschrieben, weil ich gesagt habe, irgendwas mit reinspritzen, in der Moment, wenn die Mutter meiner Freundin reinkommt. Und ich so, ach, ich spritze ab. Ach, hier haben wir noch so ein Refuge, Reforce-Ding. Perfekt. So, erstmal verkaufen wir. Also, wir verkaufen den Akkusatz. Oh, irgendwas bringt $500, Alter, den Entschlüssler. Safe, $500. Merkt aber halt, wir haben $576. So. Eigentlich finde ich am wichtigsten, die Pistole zu erweitern. Also, wir könnten... Kauf, das kostet 1800, Alter. Darauf zu sparen wäre blöd. Wir müssen das Magazingröße, höhere Kapazität, ja. Was können wir hier mit dem Handschuh machen? Erhöht die maximale, erhöht die GPR-Aufladerate, erhöht die Schleuderkraft durch Entfernung von Sicherung. Maximal Energiezahl wieder in der aufgeladenen Primärzelle. Ja, dann lieber würde ich sagen, unseren Schlagdingens hier, oder? Hier, guck mal, oh, 900, Mann. Erhöht den Schaden durch Überladen von Energie. Schaden, eine leichte Legierungshülle. Die schwingende Regulation verlängert die Dauer des Nahkampfs. Kommen. Ja, doch, nehmen wir das. Wir müssen nicht komplett alle Sachen ausgeben, aber so ein bisschen sollten wir schon machen, weil nicht, dass wir dann zum Beispiel an einer Stelle nicht weiterkommen, weil wir uns vielleicht vergessen haben, irgendwas noch besser aufzurüsten. Ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Ich würde sagen, gucken aber noch weiter. Haben wir hier noch was? Nee, das brauchen wir alles nicht, das auch nicht. Nee. Höchstens das hier, Magazin-Upgrade. Komm, mach mal das auch noch. Komm, scheiß drauf, mach mal einfach Magazin-Upgrade. Dann können wir mehr Munition aufsammeln und haben dann auch mehr für Fight-Situationen, weil manchmal ist es so, dass wir zu wenig Muni haben. Ja, jetzt haben wir genug. Ich meine, das sieht aus wie eine Mischung aus Kollega und Leonardo und Gabriel. So, I am ready. Guck mal, jetzt haben wir schon direkt 10 Schüsse. Die besser. Ich würde sagen, ready to take off. We can go. Baby, are you down, 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 down? Das Lied noch. Von Jay Sean. Yo, Mr. Kingston. Wie weit runter geht es denn hier? Alter. Also, ich bin mal ehrlich zu euch. Ich muss sagen, das Spiel finde ich jetzt für mich von dem Horrorfaktor nicht so schlimm wie so Resident Evil. Aber es hat auch trotzdem viele Jumpscares. Aber es ist so ein Mix aus Action, Horror. Deswegen. Ich habe trotzdem die ganze Zeit so ein mulmiges Gefühl, dass jetzt irgendwas rausgesprungen kommt. Aber hier, guck mal, das ist so eine Stelle, hier kommt jetzt irgendein Bossfight. Guck's dir an. Ich hab ein ganz komisches Gefühl. Ernesto hört da erstmal auf seine Zuschauer und guckt, dass er was zum Looten findet. Denn Looten immer wichtig in diesem Spiel. Schön. Aha, guck mal, was wir alles gefunden haben. Folge dem roten Rohr. Wo ist denn hier ein rotes Rohr? Wollt ihr mich verarschen, Alter? Wo ist denn hier ein rotes Rohr? Oder was wollen die von mir? Die Tür auf. Abwasser. Ah, da ist das rote Rohr. Da, okay. Das habe ich nicht gesehen. Folge dem roten Rohr. Ich hasse das, einmal durch so Abwasserschächte zu gehen. Ich habe irgendein Video gesehen, wo alle sagen, ey, in Spielen, diese Rohre, wo man so durchgeht, immer sauber. Dann haben die mal eins in echt gezeigt. Bitte, bitte, Alter. Ey, ich will gar nicht klarkommen, wenn ich... Aber ich will mir wirklich selber die Kugel geben. Ich mein's ernst. Das würde ich machen in der Situation. Ich wäre nicht dieser Überlebenskünstler, der da die... Nein. Wer hat denn jetzt hier Durchfall gehabt, Alter? Was ist das für eine Scheiße hier? Oh. Oh.
geht er denn so langsam? Da ist da irgendwas. Dreh das Scheißding, dass das weg ist hier. Ich muss irgendwas drücken, ich drück sofort um mein Leben, Bruder. Trau mir doch. Ring. Jawohl. Ich habe es. Wir können die Folge heute mal ruhig ein bisschen länger halten. Wir haben die letzte Folge nur 30 Minuten gehalten. Ich versuche die heutige Folge aber safe so 45 Minuten mal zu halten, Leute. Damit die auch ein bisschen vorankommen. Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Das hört sich nach einem Menschen an. Bitte! Oder wir beenden jetzt schon, Leute. Der, was war das denn? Was soll das denn? Ich hätte jetzt genauso Angst, dass der mich auch so hochzieht. Boah, ich will nicht wissen, wie der stinkt, Alter, wirklich. Boah, das ist ekelhaft. Was ist denn das für ein Monster hier? Eingang 21C. Bin gut bewacht. Ich muss mich beeilen. Bin im Arzt das Rohr. Es führt zu Tank 6, ja. Aber ich sehe keinen Zugang. Ich muss da reinkommen. Was soll das? Ey, der Schwer ist so dumm, Alter. Das ist richtig normal, wie schnell wir Leben verlieren, ne? Das fuckt mich richtig ab, Alter. Das muss ich wieder meinen Injektor nutzen. Ich wollte was ganz anderes machen. Manchmal kackt die Steuerung ein bisschen rein, muss ich sagen. Bisschen komisch. Aber ja. Ist halt so. Ich hoffe, wir kommen da gut durch, Alter. Wir hatten schon ein, zwei Stellen, da hatte ich gut zu kämpfen. Aber noch überall die Dinger. Ich wollte den eigentlich nehmen und gegen so ein Ding klatschen oder einfach runterschmeißen, ne? In unserem Handschuhding. Hier irgendwas da. Ja, guck, auf sowas müssen wir achten. Guck mal, da ist hier alles liegt. Münzen, Revolver. Wo muss ich hin? Und jetzt? Wo muss ich hin? In den Rohren lang? Nee. Kann man irgendwas schieben, bewegen? Was ist denn das? Sieht aus wie so ein von GTA San Andreas, diese Gabelstapler. Hä? Da ist doch eine Kiste, da bin ich dumm. Und diese Kiste sind wir auch safe geschrieben, ja. Was ist das denn? Digga, was sind denn das für Geräusche hier? Geh doch hier hoch. Kann er nicht hoch? Können wir das Ding schieben? Nee. Diesen Platz können wir ja nicht schieben. Muss einen anderen Weg finden. Aha. Waren wir noch nicht, oder? Oder war ich hier schon, Bruder? Weiß ich gerade selber nicht mehr. Alter. Ist das ekelhaft, Bruder. Ich schwör, ich krieg grad wieder Panik, Mann. Was ist denn das hier? Oh, ist denn hier alles zerfleischt worden, ey. Atmosphäre ist. Oh Gott. Bitte nicht, Alter. Im Namen Gottes. Sicherung. Oh Gott. Alles, was du brauchst, Bruder. Alles.
dieses scheiß Vieh ist hier. Rohrsicherung, ja. Ich hab gesagt, wir können das irgendwie hören, was die da sagen, ne? Aber wo denn? Ja, nicht so. Wie kann ich denn hören, was die da sagen? Hier habt ihr irgendwas gesagt, ne? Oh, schießt. Der Strom fällt aus und die Tür öffnet sich nicht. Typische UTC-Bauweise. Sieht aus, als sei sie querverdrahtet. Zieht zusätzlichen Strom. Deshalb auch. Okay, wir können uns hier die Sachen, aber wir haben jetzt eh. Das scheiß Vieh soll kommen, Alter. Es soll kommen. Dass meine Sicherung und gut ist. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin gerade erschrocken, Alter. Okay, ich werde es jetzt schnell vollenden. Mir ist scheißegal. Ich habe mich gerade so einen kalten Schauer an meinem Rücken, meinem Arsch. Ich habe es. Nicht mehr. Oh Gott. Bitte, schieb rein. Schieb rein, schieb rein. Ja, ist runtergefallen, ist tot. Oder nicht? Und sofort weiter, bitte geh weiter. Junge, 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 dieses Spiel, Alter, wirklich. Du musst dem roten Rohr folgen. Roten Rohr, ja. Scheiße, rote Rohr. Sibi-Rohr. Da geht's halt, da geht's. Aber jetzt gibt's wieder mehrere Wege. War das ein Weg, um Loot zu finden? Was ist das jetzt hier für ein Weg, hä? Jetzt mal den Weg lang. Hä? Was denn, Leute? Für euch. Wenn's mehrere Wege gibt. Oh mein Gott, guck mal. Guck mal, das Spiel als Ego-Perspektive. Ey. Merkt euch eins. Mark my words, Freunde. Spiele in Ego-Perspektive, vor allem Horrorspiele, wirken 100-mal krasser. Bei so Spielen wie Uncharted macht das, ist Third Person geiler und Last of Us und so. Aber Ego-Perspektive, vertraut mir, ist immer besser. Wirklich. Horrorspiele und so, Ego-Perspektive, immer besser. Was ist denn jetzt hier los? Wir wollen Leben gefunden. Sonst haben wir hier nichts. Ah, jetzt sind wir hier, wo wir gerade quasi von da gekommen sind. Okay. Vielleicht haben wir ja noch irgendwas zu looten. Ja, guck mal. Siehst du? Wir haben wirklich was zu looten. Gut, dass ich den Weg da lang gegangen bin. Das meint ihr, glaube ich. Dass es bei anderen Wegen dann auch quasi so ein Loot und so gibt. Ja. Perfekt. Einfach mal drauf treten. Was denn? Liegt da noch viel mehr drin, ne? Inventar voll? Warte mal, kann ich irgendwas benutzen oder so? Die Spritze. Nee. Auch ich, Digga. Was haben wir denn da aber drin? Was ist das? Kann ich was kaufen? Nee. Mach auf! So. Jetzt können wir da unten drunter lang gehen. Okay. Ja, ich muss sagen, es war echt spannend, Alter. Wir wissen, was passiert. Da kommen neue Tiere. Das macht wirklich... Oh Gott. Komplette Dead Space Vibes, dieses Spiel. Guckt euch das Wasser an, Leute. Guckt euch das Wasser an. Jetzt kann ich es endlich mal sagen. Wisst ihr, warum ich, glaube ich, weniger Angst habe? Weil es keine Ego-Perspektive ist, ne? Wirklich, das macht viel aus. Ja, da schwimmt doch was durch. Bastard, Alter. Oh, ich kann nicht mehr, Leute. Jetzt kriege ich aber wirklich... Sackratten kriege ich gerade. Oh mein... Kylie! Du hast schon wieder Kylie, Alter. Nur wieder schmusen. Mein Gott. Was liegt denn hier alles? Alter, was erwartet uns denn gleich hier? Kampf gegen den Bären oder was?
Ruhig. Ruhig, Chat. Habt ihr auch so eine Angst? Das funktioniert nicht. Okay, dann dreh mal die Scheiße hier. Drehen, 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 drehen. Ah, das Gas geht weg, oder was ist das? Schnell hoch, spring. Wo irgendwas noch hinter mir kommt, ey. Was das ist. Wirklich, wenn man das Spiel auf Ego-Perspektive spielen könnte, dann würde ich hier nicht so sitzen. Ich mein's ernst, das macht echt was aus. Aber ich habe trotzdem die ganze Zeit so ein mulmiges Gefühl, dass gleich irgendwas kommt, Digga. Ich krieg Panik, bei Gott, ich krieg Panik. So eine Panik, Digga. Oh, wir haben jetzt wieder einen Automaten, jawohl. Jawohl, das ist sehr gut eigentlich. Der Raum ist gerade sehr gut. Der ist super. Freie Auswahl. Er wollte das nächste Folge mal mit Headset zocken. Hört auf, Alter. Energiewandler. Verkaufen. Revolvermunition behalten wir. GPS, Akkuzusatz. Energieumwandler. 374. Feuer. Hier haben wir fast alles für die Waffe. Dann hier. Tiefenangriff, weil der nach einem erfolgreichen Block. Was haben wir hier noch? Bricht den Arm eines Angreifers, wenn sie den Nahkampfangriff eines Officers blocken. Okay. Oh, er hört den Schaden. Ah, scheiße, 900. Ja, wir kaufen erstmal nichts, Leute. Wir müssen ja nicht jedes Mal was kaufen an diesen Scheißdingern. Leute, ich kann auch nächste Folge mit Headset mal zocken, ne? Aber. Headset habe ich Angst, weil ich so wie es ist. Oh mein Gott, Digga! Alter. Ich zock nicht mit Headset, ne? Hä? Hier waren wir doch schon. Was ist denn das für eine Scheiße? Wir sind hier rausgekommen. Wo soll es jetzt hier weitergehen? Das muss man jetzt gerade nicht verstehen, oder? Das verstehe ich jetzt gerade nicht, Leute. Wo soll es hier weitergehen? Ich glaube nicht, dass es wieder zurückgeht, oder? Ja, ich gehe nochmal hier durch, Leute. Einfach fürs Feeling. Einfach fürs Feeling. Ja, wenn es hier nicht weitergeht, dann müssen wir jetzt zurückgehen, Leute. Horrorspiele. Ich bin froh, wenn ich wieder gesund bin. Ich denke mal, zum neuen Jahr bin ich wieder komplett gesund. Ey, wir haben bald Silvester, ey. Das ist so krank. Das ist auch so krass, wie die Zeit am Fliegen ist, ne? Bitte treffen Sie eine Auswahl. Und ich kann euch jetzt gerade wirklich nicht sagen, wo es hier weitergehen soll, weil die kleinen Kakerlaken haben gerade hier ordentlich Faxen gemacht, aber das sieht ja aus wie der eine Raum neben uns, ne? Deswegen vermute ich, dass man zurück muss. Das ist meine Vermutung. Mal wo lang? Hier war ich noch nicht. War ich safe noch nicht, ne? Oder? Nicht von hierher gekommen. Wir sind von der Leiter, doch, wir sind von der Leiter runtergekommen. Safe. Doch, wir sind von der Leiter. Oh mein Gott, Digga, sein Kopf hat mich gerade voll erschrocken. Erschreckt. Eierleck. Aber diese Sounds in dem Game sind schon krass. Das muss ich schon wirklich sagen. Hier so ein versteckter Weg. Wer soll den sehen?
geh da hoch, bitte geh da hoch. Boah. Ich freue mich nicht, wenn wir für dieses Spiel bald ein 1-Stunden-Special haben. Das rote Rohr. Was macht es? Es leuchtet rot. Kennt ihr noch von, wo war das nochmal? Mit Sylvester Stallone, John Rambo. Das ist blaues Licht. Und was macht es? Es leuchtet blau. Den Gesundheitsinjektor. Jek, jek, jek. Jek, 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 jek. Komm ja, warte, komm mal, fufu, ja. Upside down. Speichert der schon wieder hier? Irgendwas ist hier passiert, ne? Oh mein Gott! Wo ist der denn her? Ey, Kai, geh weg! Was ist das? Diese Geräusche, flumm. Heidi aus. Mein Gott, es fängt auch noch mal mein Hund durchzudrehen, ey. Wegen diesen kleinen Dingern, die da vorhin angeflogen kamen. Wisst ihr noch? Aber ich finde, im Kämpfen sind wir schon ein bisschen besser geworden, Leute. Im Gegensatz zur letzten Folge. Versuche ein bisschen schlauer zu spielen. Boah, jetzt geht's wieder mit diesen Sicherungen los, Alter. Sicherung, wisst ihr, warum mich das erinnert? An Outlast. Ey, Outlast war für mich mit das krasseste Horrorspiel. Outlast war wirklich. Also Outlast ist so ein Next-Level-Horror-Game gewesen. Kommt ja bald der neue Teil raus, aber ich finde leider, der neue Teil, muss ich ehrlich sagen, nichts mit den Teilen davor zu tun. Das ist meine ehrliche Meinung, Leute. Die alten Outlast Teile 1 und 2, die waren brutal, vor allem der erste mit der Irrenanstalt. Aber beim zweiten, weiß nicht was, aber bei dem neuen, beim dritten, wo wir auch die Beta gezockt haben, die war ganz cool. Aber es war voll übertrieben mit diesen ganzen Clown und Clowns-Sachen und hier und da, den Puppen. Und das hat gar keine Outlast-Vibes irgendwie gehabt. Ich meine, wofür haben wir denn so viel Munition? Wofür haben wir diese ganze Munition, wenn wir sie nicht benutzen? Für sowas perfekt, da brauche ich doch nicht gegen die Leute kämpfen, sondern kann die einfach abballern. Deswegen habe ich mir auch mehr Munition geholt. Deswegen haben wir auch so viel. Wir können das easy machen. Ne? Dann haben wir immer noch keine Sicherung. Und hier oben ging es irgendwo noch weiter. Ah, das können wir sogar noch Leben nehmen. Perfekt. Seht ihr? Er läuft doch super, Alter. Ich bin zufrieden. Läuft gut. Ah, jetzt können wir hier die Sicherung klauen. Zack. Und jetzt passiert. Jetzt habe ich es kapiert. Ja, ja, du hast jetzt kapiert. Guck, wer jetzt kommt, Digga. Jetzt kommt wieder dieses Riesenmonster. 100%. Guck jetzt, bumm, hinter dir. Jetzt. Siehst du, es war so klar. Für Geräusche hier, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga, das wird jetzt ekelhaft. Wofür habe ich das denn? Siehst du? Wofür habe ich das, dass ich die einfach so runterschmeißen kann? Das ist ja genau dafür da. Oder? Das meine ich doch schlau. Warum soll ich die alle abballern und so? Da kann ich die einfach lieber nehmen und runterschmeißen. Was machst du da? Er nimmt wieder Sicherung raus. Das ist echt Langeweile manchmal, der Typ. Also heute kommen wir hier, muss ich sagen, sehr gut durch die Folge. Bin wirklich zufrieden, Mann. Alter, hier sieht das richtig geil aus.
Da will ich gleich rein. Erstmal will ich hier außen gucken, was hier abgeht. Das können wir auch aufmachen, wieder mit dem Kasten und dieses Band, was wir durchschneiden, Alter. Zack. Tschüss. Renn. Bastard, renn. Ob da geht's gleich erst weiter. Ich geh erst mal hier rein. Da war wieder dieses Monster. Ich hab's gerade gesehen. Ja, Nummer 6. Wo sind wir denn jetzt hier, Alter? Nummer 6. Eingang 21. So sollte ich zur Kuppel kommen. Muss nur den Tank leeren. Muss nur den Tank leeren. Ah ja. Und dann die Leiter hoch zur Zukunftsflug. Elias, hast du's bald? Jawohl, bin gleich fertig. Aber zuerst muss ich dieser Wache den Code abgeben. Ich will den Code von einem Wärter. Es war so klar. Ich muss diesen Wärter suchen. Ich muss jetzt nämlich irgendeinen finden, Alter. Boah, es gibt zu viele Wege gerade wieder, ne? Ich weiß nicht, wo ich lang soll, Leute. Ich glaube, ich werde mir auch erstmal einen so ein Ding spritzen, Alter, damit wir volles Leben haben. Unser Leben ist gerade noch nicht so berauschend. Können wir auf jeden Fall noch machen. Wir haben ja, glaube ich, 2, 3 Stück, oder? Ja, 3 Stück haben wir sogar. Deswegen können wir uns hier safe einen gönnen. Müssen wir mal was reinspritzen hier. Geh jetzt einfach irgendeinen Weg lang. Hä? Gibt's ja überall irgendwo was, ne? Ist auch irgendwo Inventar voll. Gerade. Ja, super, was soll ich denn jetzt machen? Was mache ich denn, wenn mein Inventar voll ist, Leute? Kann mir das jemand sagen? Ich kann ja nichts davon anwenden. Na, warte mal, können wir das nicht kombinieren bei Resident Evil, dass wir dann mehr Platz haben, so? Kennt ihr das? Ja, ich glaube, das geht nicht. Scheiße. Wir müssen uns einfach merken, hier in diesem Raum haben wir noch was, was wir mitnehmen können. Ah, ich weiß, wo wir jetzt sind, oder? Nee, hä? Oh, das ist ja voll das Labyrinth. Jetzt kommen wir, glaube ich, da raus. In den großen. Ja, okay, ich verstehe. Ja, easy, okay. Technikraum. Ich glaube, den können wir von der anderen Seite erreichen, wo wir vorhin waren. Hier können wir auch. Wir brauchen auf jeden Fall irgendeine Wache. Aha. Hier haben wir jetzt einiges, was wir verkaufen können, looten können. Alter. Perfekt. Das ist ja mal sehr geil. Ich glaube, hier ist so ein Safe Room, wie bei Resident Evil, oder? Hier kann uns nichts passieren. Oh, oh. Nein, 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 du Spasti. Ey, bleib zurück. Der wollte da schon lang gehen, Alter. Okay, wir gucken erstmal hier, guck, was wir alles hier haben. Ja, wir können jetzt hier safe und irgendwas machen. Safe verkaufen. 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 Injektor kann ich auch einen verkaufen. Munition behalten wir. Voll Leben. Voll Leben. Aber Injektor, diese Injektoren sind richtig viel wert, Alter. Die kosten 100 Dinger. Schon stabil. 100 Dinger dafür. Nächstes Mal nicht ebenso. Hatten wir noch irgendwas, was wir looten konnten hier? Nee, ne? So, als nächstes werde ich irgendwas kaufen, was unseren Schaden erhöht. Auf mein... Oh, wir haben 848. Nein, ich will dieses eine für 900 holen. Irgendwo war das hier. 900 mehr Schaden, ja. Oh. Ich will da... Oh, warte mal, Blocker, was macht der denn? Bricht den Arm ein... Nee, ich will lieber das hier. Der Schaden wird dann viel höher. Das ist besser. 900, irgendwas verkaufe ich jetzt aus. Mir ist scheißegal. Und ich verkaufe die 9 Magazinschüsse. 9 Schüsse verkaufe ich. Scheiß drauf. So, jetzt hole ich mir für 900 das hier. Ich hoffe, das war gut, weil wir hätten auch für die Waffe für 1800 was kaufen können. Aber das machen wir dann demnächst. Muss ja nicht alles jetzt direkt am Anfang sein. So, haben wir gekauft. Perfekt. Und jetzt kann es weitergehen. Vielleicht ist ja hier noch irgendwo was. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas ist, aber Bruder ist einfach iRobot vor mir. Guck hier, iRobot, sein Kopf.
Ah. Du armes Schwein. Alter. Der hat mich angeguckt, Digga. Oh mein Gott, Shot the Tentacles. Ach du Scheiße, Digga. Schieß auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Was ist das denn? Denn Tentakelmutation? Freigelegte Tentakel sind eine Warnung, dass der Gegner kurz davor ist, zu einer stärkeren Form zu mutieren. Mutiere Gegner haben mehr Gesundheit, stärkere Angriffe. Schieße auf die freigelegten Tentakel, um den Gegner schnell zu töten. Okay. Bruder, hat mich ja komplett hops genommen. Guck mal, mein Leben. Ich wollte doch auf die Tentakeln schießen, Alter. Aber habt ihr gesehen? Bruder, der ist einfach aus Tentakel ist Thaddeus-Tentakel geworden, Alter. Meiner hat nicht geschossen. Ich wollte schießen. Der hat sich nichts getan, Leute. Ich bin ernst. So, jetzt können wir von dem hier die Karte nehmen. Der ist einfach noch mit Blut draufgeschrieben. Schieß auf die Tentakel. Geisteskrank, ehrlich. Neue automatische Aufnahme. Ja, warte. Ja, wo sehen wir denn, welche die neueste ist? Das checke ich nicht. Wie ist der denn? Ja, okay. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Ah, jetzt sind wir hier, wo die Türe zu war. Ich verstehe. Gegner. Bei Ernesto. Natürlich nicht vergessen, dass hier noch ein Raum war, wo wir Sachen zum Looten hatten, die wir nicht mitnehmen konnten. Wie zum Beispiel das hier. Ja? Mal das hier, Energieumwandler. Ja? Das sind mal kurz eben 200-300 Credits. Credits. Das war's am Credits. Und wir hatten noch einen weiteren Weg, den wir gehen konnten. Macht jetzt genau mehr Schaden bei uns. Auch aus dem Tackel. Boah. Wenn ich diese Tentakeln sehe, dann kriege ich aber Angst. Habt ihr gesehen? Da war wieder so ein Thaddeus-Tentakel unterwegs. Mein Problem ist aber jetzt, Leute, wir haben ja noch einen anderen Weg gehabt. Ey, sind doch die Sachen hier. Wir hatten nämlich noch gerade einen Weg gehabt, wo wir zurückgekommen sind. Deswegen würde ich den auch nochmal gerne gehen. Bevor wir weitermachen. Wir haben, glaube ich, sonst aber alles gelootet. Also heute ist eine souveräne Folge. Vielleicht machen wir heute einen 1-Stunden-Special. Ich weiß, es bockt gerade auch nochmal. Ich finde, es macht gerade richtig Bock. Oder wir gucken mal. Vielleicht gebe ich den Code gleich noch ein, dann schauen wir mal, was passiert. Weil das Spiel speichert ja nicht an jeder Stelle. Ich weiß nur, dass hier gerade ein scheiß Ding langgelaufen ist. Ich weiß nicht, was hier ist. Denn hier? Aha, Inventar voll, cool.
Was ist denn das für ein Weg hier? Ich würde schon gerne wissen, was hier ist, aber wir machen das, weil es muss ja weitergehen, da wo wir jetzt den Code einsetzen von dem Typen, den wir gefunden haben. Wenn es jetzt hier weitergeht, macht es keinen Sinn. Dann macht es ehrlich keinen Sinn, Freunde. Deswegen machen wir das hier auf der Stelle. Hey. Aha, guck mal hier. Munition, Kalisto-Punkte, super. Was haben die? Nichts. Ey, guck mal, gut, dass wir lang kommen, wie viele Punkte wir jetzt bekommen haben wieder. Da haben wir der kleine Kylies. Verschwendung, aber kein Bock, dass die Dinger mich gleich anspringen, Alter. Kennt ihr doch. Diese Kakerlaken-Dinger. Junge, der holt aus, als ob der da gerade, was weiß ich was, Alter, das Schwert von Thor, das den Hammer von Thor rauszieht, Alter. Was betreibt der da so? Dr. Joan Mel, merkt euch mal. J. Mel Moon. Dr. J. Mel Moon. Ja, hier, genau. So. Cool. Ja, echt coole Nachricht. Also diese Dinger zu hören, finde ich gerade nicht besonders schlau. Weil ich lerne daraus nicht viel. Macht mir nur Angst. Schön. Boah, guck mal, was wir alles finden, Alter. Sehr. Ah, guck mal, geil. Das war doch jetzt geil, Leute. Wir sind jetzt hingekommen und haben super Loot mitgenommen. Hätte ich das nicht mitgenommen, hätten wir es locker vieles hier liegen lassen. Ganz ernst. Ich hoffe, wir können jetzt wieder gechillt zurückspazieren. Hä? Ja. Easy. Oder vielleicht nicht, dass ich gerade was übersehen habe. Aber das kam mir so vor, als ob ich da jetzt alles... Ja, was? So, Munition ist da, um verbraucht zu werden, Leute. Merkt euch das. Munition ist da, um verbraucht zu werden. Deswegen. Ein größerer Rucksack wäre mal nicht schlecht. So wie es ist. Schöner, größerer Rucksack wäre super. Aber wir haben immer genug Munition. Wir haben immer genug Munition. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Immer gefühlt 10 parat. So, jetzt haben wir heute, ey, heute die Folge lief souverän. Ich bin wirklich richtig zufrieden. So, jetzt bin ich gespannt, was jetzt passieren wird. Reinigung gestartet. Jawoll, Alter. Es wird da Wasser gefiltert. Jetzt kommen da diese Filtersysteme rein. Wieder mal im Kühlschrank. Wenn ich Wasser zapfe, ist auch ein Filter dazwischen. Genau der wird jetzt hier eingesetzt. Säuberungsprozess läuft. Thumbnail. Thumbnail 4930, seine Mutter. Der Bruder wurde Thumbnail meines Videos. Oh mein. Ach, Scheiße. Achtung, Anomalie erkannt. Oh mein Gott.
Okay. Es bringt auf jeden Fall was, die Dinger an sich ranzuziehen. Wo ist der hin? Hab ich. Let's go. Aller guten Dinge sind drei. Ich hoffe, das haben die sich auch gedacht. Oder ist hier noch jemand? Geisteskrank, Alter. Aha. Das macht richtig Bock gerade, Alter. Wirklich. Das macht so Bock gerade, das Game. Ich feier das gerade unnormal. Macht unnormal Laune, Alter. Voll das Abenteuer irgendwie. So Horror, Abenteuer, alles in einem. Also sehr gelungenes Spiel, muss ich sagen. Endlich haben wir wieder coole Projekte auf dem Kanal hier. Ab in die Luke. Die Luke ist geil. Oh mein Gott. Scheiße! Schnell, mach zu! Bastard! Mach zu! Alter! Guck mal den. Drücktest abgeschlossen. Torventil wird geöffnet. Habt ihr diese Wichsgriffel gerade gesehen, Bruder? Ich will wissen, was für ein Schlong hat, Alter. Mit dem Ding macht der. Bruder. Heilige Makrele. Die Dinger geben einfach nicht auf. Nase zu, Digga. Okay, wir sind in der Kanalisation, Leute. Guckt euch an. Ey, sehr, 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 sehr geile Folge. Ey, Freunde, lasst einen Daumen nach oben da. Wir haben über 50 Minuten gezockt, Alter. Es hat so viel Spaß gemacht. Es war Action dabei, Horror, alles Mögliche. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, schreibt einen netten Kommentar. Ich werde, denke ich, auf meinem FIFA-Kanal am Samstag zu Weihnachten ein Q&A machen, so ähnlich Frag den Rillepeter. Ja, so ein Weihnachtsspecial. Deswegen, das könnt ihr da gerne mal abchecken, Leute. Da könnt ihr mir Fragen stellen. Die Fragen werde ich morgen aus meinem Kanal nehmen, aus dem RNE-Kanal. Da werde ich so ein Feed öffnen, da könnt ihr da gerne mir Fragen stellen. Und dann würde ich sagen, Ernesto Valverde verabschiedet sich. War eine sehr geile Folge heute. Wir sehen uns morgen wieder bei Need for Speed. Morgen ist schon Freitag, ne? Heute Donnerstag. Digga, krass, Weihnachten steht vor der Tür. Geisteskrank, Leute. Haut rein, ich liebe euch alle. Danke für euren Support. Ernesto Valverde ist raus. Haut rein, macht's gut. Und ciao!